Ah, Stadt der verlorenen Seelen. Hallo, hallo. Dann kommen wir doch bestimmt auch gleich zur Ebene des, ja genau, Ebenen des Gerichts müssten dann relativ zügig kommen. Waren Ärzte jetzt, glaube ich, noch so kurz durch die Stadt? Also einmal diesen kleinen Dungeon hier lang, dann kommt man im oberen Stadtteil wieder raus und dann geht's irgendwo in diesen Gerichtsturm rein. Wenn davor kein Händler mehr kommt, werde ich leider zurückreisen müssen. Hey, ein Rare Bogen. Ich sammle ihn einfach nicht ein, okay? Ich lasse ihn da einfach liegen. Tu so, als wäre das nicht passiert. Ich freue mich einfach nur drauf, dass wir vielleicht am Ende von Hades diese kleine Minischildkröte bekommen. Und ich dann in dem Secret Dungeon einfach ein bisschen Gegenstände farmen kann. Weil da in der Tat, also A, droppen da Sets, die nur da droppen. Die halt auch ein paar kleine Besonderheiten haben. Ich sage jetzt nicht welche, das würde den Spaß rausnehmen. Dazu muss man die sehen. Aber die sind, glaube ich, alle so Level Requirement 35 und haben ganz akzeptable Stats, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also zumindest ein paar von den Items. Nicht durchweg alle, aber sind schon einige gute dabei. Ich meine, die bringen mir dann zwar auch nichts mehr, wenn ich das Spiel dann durch habe, also zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad. Aber da ich mir episch und legendär, glaube ich, schenken werde. Weil nochmal durch den ganzen Spaß durcheiern. Ach. Dafür ist der Run hier irgendwie zu deprimierend. So was die Drops angeht und so. Okay, das tut das hier wirklich Not. Können wir nicht alle einfach nett sein und einen kleinen Kuchen backen? Jetzt lauf nicht weg. Wobei ich muss sagen, das ist eine sehr angenehme Sache, dass es wirklich wenig Gegner gibt, also auch wenig Fernkämpfer, die vor einem weglaufen. Es spricht natürlich auch ein bisschen gegen die Gegner-KI. Ist dann natürlich nicht so der Kracher, wenn Fernkämpfer nicht so wirklich auf Distanz gehen. Aber es ist einfach deutlich angenehmer zu spielen. Weil man halt nicht stundenlang irgendwelchen Krüppeln hinterherhetzen muss. Ist schön, dass ich ungefähr 8-mal rechte Maustaste gedrückt habe, um den Phantom Strike noch auszulösen, der all meine Probleme gelöst hätte. Aber gut. Der muss ja auch einfach nicht auslösen. Wozu auch? Kann ich ja auch einfach mal sterben. So, kommt her, ihr Gesindel. Machen wir das jetzt nochmal. Das hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Ich glaube, da gehe ich lieber nochmal auf Distanz. Dafür, dass der Phantom Strike eigentlich 6 Gegner in der Umgebung oder bis zu 6 Gegner in der Umgebung treffen sollte, trifft er immer irgendwie erbärmlich wenig. Das war doch halbwegs effektiv. Gut, machen die auch noch Blutungsschaden. Ist ja widerlich. Juhu, wo kommt ihr denn her?
Sagt es euch ja nur ungern, aber ihr solltet mal zum Friseur, weil eure Haare brennen. Aber gut, vielleicht ist das inzwischen auch Mode. Sowas geht gern mal an mir vorbei. Hey! Es ist ein Rare-Gegenstand und es ist kein Bogen. Es ist eine Kette. Ich bin sehr gespannt. Falls ich jemals dazu kommen werde, sie aufzuheben, schaue ich sie mir auch an. Alter. Dem aufhören, mich zu stunnen. Nervt schon ein bisschen. Na, ihr natürlich auch noch. So. Prismatisches Medaillon klingt ein bisschen nach allen Widerständen. Und es macht... Ja. Haut es leider irgendwie nicht so raus. Also 12% Dorn ist halt nicht so geil. Und 20% Elementarwiderstand, da hat mein jetziges leider einfach mal 35%. Schade. Mal gucken, was die Rüstung... Ach, Toxo, nicht Torso. Ja, schade. Ich dachte, es wäre eine Rüstung, aber nein, es ist natürlich ein Bogen. War blöd von mir, gebe ich zu. Natürlich ist es ein Bogen. Was sollte es auch sonst sein? So, Zeit zum Scheiß verkaufen und Heiltränke einkaufen. Ne. Die Läden, die ich in Paseron hatte, weg. Und das hier, das ist alles, was ich noch habe. Der Rest ist verloren. Und die neuen Pumps passen auch nicht zur Uniform. Was für ein Leben. Oh, was haben wir denn hier? Ah, leider Gewürze. Und hier so? Nee, einfach nicht so. Wobei, war irgendwie klar. Blitzschaden haut's leider auch nicht raus. Wie sieht's denn bei den Rüstungen aus? Ich könnte langsam echt mal neue Armschienen gebrauchen. Ja, plus Blutungsschaden und plus Giftschaden. Wäre jetzt natürlich total super für einen Gauner. Auf Wiedersehen. Tschüss. Achso, ich wollte Heiltränke kaufen. Das war die. Bitte, du bist hier willkommen. Die Main Reason, warum ich überhaupt hierher gekommen bin. Sollte ich das vielleicht auch einfach tun? So, hier noch was Schickes mit dabei? Nope. Möge Athene dich beschützen. Möge Hermes mir gute Items bringen. Ich bin ja bei diesem Feuerregen immer noch skeptisch. Ich meine, ich habe halt 80% Feuerwiderstand. Da sollte mir das eigentlich nicht viel machen, aber es sieht vom Effekt einfach so aus, als sollte ich da nicht drin stehen.
Getränke und Gold. Das ist auch irgendwie so das, was immer geht, aber ich will doch nur gute Arme schieben. Is that too much to ask for? Ist das hier so groß, wenn der Ausgang offensichtlich hier irgendwo ist? Also, ne? Was versteckt sich hier noch? Ah. Mehr random Skelette und Geister. Hurra! Wenigstens einen halbwegs brauchbaren Level. Gibt dann zumindest noch ein bisschen XP. Oh, eine außerweltliche Truhe, das wird bestimmt super. Das freue ich mich jetzt schon drauf, die aufzumachen. Hey, das traue mich gar nicht zu gucken. Hey, weiße Items und Gold und ein Trank. Wenn es zu der Zeit Schusswaffen gegeben hätte, also Explosionsschusswaffen, nicht sowas wie ein Bogen. Dann würde ich mich jetzt, glaube ich, einfach erschießen. Und abwärts geht's. Dass eins dieser Items sinnvoll sein wird. Was ist das denn eigentlich? Nee. Nee. Schade. Versuch war's wert. Hoglunkörner Norden, kommt die jetzt bald mal der Turm? Mag nicht noch mehr Statuen mit keinem Schwengel sehen. Ach, fuck, ich muss mir echt mal den Albtraum auf eine andere Taste legen. Ständig crafte ich diese scheiß Standarte. Also nicht, dass sie jetzt unnütz wäre, aber es... So, hey, noch ein Wumms. Vielleicht hat der ja ganz gute Stats. Nö. Auch nicht. Warum auch? Wenn es nicht das Hack-and-Slay-Prinzip völlig verraten würde, würde ich diese Kiste einfach zulassen. Hätte ich's mal getan. Wäre ich jetzt nur halb so deprimiert. Ja, kann ich mal bitte aufhören, eingefroren zu sein? Danke.
So, wo in diesem riesigen Kackhaufen muss ich jetzt eigentlich weiter? Also wahrscheinlich rechts, aber... Ich guck mal kurz hier rüber. Wow! Was hier los ist, ne? Da ist so eine kleine Parade an meinem Hintern hängen. Zeit, dass der Phantom Strike wieder auflädt. So. Das ist schon mal einigermaßen erfolgreich dezimiert. Das machen wir jetzt gleich nochmal, nachdem wir weitere 5 Minuten im Kreis gelaufen sind. Das ging noch ganz gut. Das war sauknapp. Aus so einer kleinen Scheißkiste kommen ernsthaft bessere Sachen raus als aus so einer. Naja, egal. Egal, 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 egal. Dafür gibt es sicher eine sinnvolle Erklärung. Die ich zwar nicht kenne und auch niemals kennen werde, aber. Bestimmt steht sie irgendwo. Seriously, kann ich jetzt nicht bald mal im Brunnen kommen? Ah, da vorne. Sehr gut. Moment. Alright, never mind. Nichts mit da vorne. Außerweltliche Kiste. Yippie. Ich möchte einfach nur noch weinen. Ach Gott, ein Brunnen. Und Leute. Und ein Wegpunkt. Und alles. Sehr schön. Das finde ich doch total gut. Dann suche ich doch hier eben nochmal den erstbesten Händler auf. Hi. Und jetzt ein Sterblicher? Ist das richtig? Erst diese Dämonen, seltsame Neuigkeiten und jetzt kommen auch noch Lebende durch unser Land. Sei mal nicht so ein Nazi, nur weil ich nicht tot bin. Dein Gesicht passt mir auch nicht, Spast. Außerdem verkaufst du nur Scheiße. Diese Rüstung hingegen... Macht allerdings leider weniger Rüstung. Macht aber plus 15% Schaden. Das ist natürlich... Aber es macht leider einfach gar keinen Sinn. Ja. Genau. Ein Sterblicher. Ich kann dein Blut riechen. Ich erinnere mich an das... Leben. Ja, es ist schon lange her. Psycho. 25% Stärke und 11% Leben sind natürlich geil, aber keine Resistenzen. Und da nehme ich gerade lieber mehr Resistenzen mit. Die bringen mir, glaube ich... Einst stand ich auf einem Berg. No shit, Sherlock.
Es ist fantastisch. Erzähl mehr von zu Hause. Auf einem Berg ist ja krass. Was für eine Geschichte. Die höre ich mir später nochmal an. In der nächsten Folge zum Beispiel. Wo wir auch gefühlt 38 Sidequests angenehmen können. Angenehmen können? Ich weiß nicht, ob das wirklich angenehm wird, aber wir können eine ganze Menge Sidequests annehmen. Ich sehe hier mindestens 4 Leute mit dem Ausrufezeichen über dem Kopf. Von daher geht da nächste Folge garantiert einiges. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, einen angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.